Freut euch in dem Herrn alle Wege. Das ist das Thema dieses vierten Adventssonntags und es ist das Thema dieses Gottesdienstes. Herzlich willkommen hier in der Johanneskirche und wo immer Sie uns zuschauen. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Psalmist spricht: Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen. Denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist. Und die Stunde ist gekommen, dass die Völker den Namen des Herrn fürchten und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit, wenn der Herr Zion wieder baut und erscheint in seiner Herrlichkeit. Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht, denn er schaut von seiner heiligen Höhe. Der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes, dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem, wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche dem Herrn zu dienen. Wir beten. Komm, ewiger Gott, komm in unser besorgtes Fragen, ob das Fest denn festlich genug sein werde. Komm in unser Bangen um die Erschöpften, die Leidenden und Sterbenden in der vor unseren Augen verborgenen Welt der Intensivstationen. Komm in die Sehnsucht der Einsamen, denen die Angst vor dem Alleinsein ein Weihnachten schon jetzt den Atem nimmt. Komm, ewiger Gott. Gib Hoffnung, wo Resignation sich ausbreitet, und neue Kraft, wo Mutlosigkeit herrscht. Erbarme dich, unser. Der Apostel spricht: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich: Freut euch, der Herr ist nahe. Guter Gott, Vater im Himmel und auf der Erde, hab Dank, dass du kommst. Hab Dank, dass du schon jetzt Freude wächst in uns. Und wenn es stimmt, dass die Vorfreude die schönste Freude ist, dann lass uns das spüren. Heute, hier und jetzt, durch Jesus Christus, dein Sohn, in dem du zu uns kommst und der mit dir lebt und Leben schenkt. Heute in Ewigkeit. Amen.
Die Schriftlesung steht im Buch Genesis, Kapitel 18. Und der Herr erschien Abraham im Heim Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße waschen und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt. Danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen: Tu, wie du gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Eile und menge drei Maß feines Mehl, knete und backe Brot. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knecht. Der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hoch betagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren? Und auch mein Herr ist alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht: Sollte ich wirklich noch gebären, nun, da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr. Dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht. Und gemeinsam bekennen wir: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel,
Die Gnade unseres Herrn und Bruders Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Selten hat ein für einen Sonntag vorgesehener Predigttext besser zur Zeit gepasst als dieser, liebe Gemeinde. Lockdown-Zeit, Wüstenzeit. Abraham vor seinem Zelt in der glühenden Mittagshitze. Stillstand, keine Bewegung. Leben im Energiesparmodus. Überleben, mehr nicht. Und der Traum von grünen Gärten und sprudelnden Quellen, von einem Leben, das einmal war, damals, in der Heimat. Wüstenexistenz. Was soll uns eine solche Szenerie sagen? Wir kennen sie, sie ist unsere, denn karg ist unser Leben im Lockdown, ausgebremst. Was kann Abrahams Geschichte uns Neues geben? Womit kann sie uns bewegen, aus unserer Lethargie reißen, aus der Zermürbung retten? Abraham in der Wüste. Er erwartet nichts. Aber als die Fremden vor seinem Zelt stehen, lässt er alles stehen und liegen. So ist das in der Wüste. Der Fremde geht vor. Alles andere, das Träumen, die Versunkenheit im eigenen, der Trott, religiöse und kulturelle Etikette, sogar, sagt der Talmud, Gott selbst, kann warten. Die Fremden, das Unerwartete, jetzt ist es da. Und es braucht volle Aufmerksamkeit. Die Bedingungen der Wüste sind unbarmherzig. Die Fremden sind auf Schutz und Zuwendung angewiesen. Darum muss ihnen beides gewährt werden. Vorbehaltlos, ohne zu fragen. Das ist das Gesetz der Wüste. Oder besser, die Durchbrechung des Gesetzes der Wüste. Denn wer weiß, vielleicht werden durch die Fremden Träume wahr und längst begrabene Hoffnungen wieder lebendig. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt, wird es Jahrhunderte später im Hebräerbrief heißen. Denn dann wäre da noch Sarah. Mehr noch als Abraham zeigt sie uns, dass all unsere Träume und Sehnsüchte ihre Zeit haben. Und die Zeit der Hoffnung, einem Kind das Leben zu schenken, einem Menschen, der das Leben der Familie fortsetzt, einen Stammhalter, diese Zeit ist für Sarah vorbei. Zu alt ist sie. Sie hat sich damit abgefunden, dass ihre und Abrahams Lebenszeit das Einzige ist, was ihr bleibt und der Welt bleiben wird. Doch nun sitzt dieser Fremde da und verspricht, dass sie mit Abraham übers Jahr einen Sohn haben wird. Und sie lacht. Ihr Lachen ist ungläubig, skeptisch, eher spöttisch, abwehrend. Zu unrealistisch, zu sehr allem widersprechend, was man in der Welt, in der wir leben, erwarten darf, klingt, was der Fremde ankündigt. Aber ich stelle mir vor, wie aus dem ungläubigen Lachen Sarahs langsam ein Ausdruck echter Freude wird. Ja, wenn es wirklich wahr wäre, dass Stillstand und Perspektivlosigkeit doch nicht alles wäre, dass es lohnt, Träume nicht aufzugeben und Hoffnungen nicht zu begraben, dass der Lockdown nicht das Ende
der Geschichte ist. Abraham und Sarah sind keine Krippenfiguren. Die Szene in der Wüste ist keine Weihnachtsgeschichte. Aber sie hat etwas Adventliches, etwas Neues, das uns bewegen, aus unserer Vorweihnachtsliturgie reißen kann. Ja, wir werden Weihnachten diesmal anders feiern als sonst. Stiller, schlichter. Auf Liebgewordenes zu verzichten, haben wir ja gelernt in diesem Jahr. Aber auf die Freude der Weihnachtsbotschaft müssen wir nicht verzichten. Eine Freude, die am tiefsten ist, wenn sie unerwartet kommt und ungeplant. Wie die Freude Sarahs über den Sohn, den sie gebären wird im Hain von Mamre. Freut euch im Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Wir dürfen etwas von Weihnachten erwarten, auch in diesem Jahr, gerade in diesem Jahr, in dem wir auf Sparflamme leben und Weihnachten zu feiern uns alles andere als vertraut vorkommt. Alles stehen und liegen zu lassen, uns dem Fremden zu öffnen, dem Unerwarteten. Nichts Großes, Üppiges, Prachtvolles erwartend. Einfach so, weil es an der Zeit ist. Wie Abraham. Das ist unser Part. Dann wird uns der Ewige ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wie vor Urzeiten der Sarah. Und es wird zu einem vollen Lachen echter Freude werden. Seien Sie behütet. Amen.
Ich möchte Ihnen noch ein paar Dinge mitteilen. Die Gottesdienste am Heiligabend sind mit Voranmeldung jetzt voll. Jedenfalls ist das, was wir an Voranmeldung nehmen konnten, jetzt abgeschlossen. Wir haben 2 Gottesdienste am Heiligabend, die auch übertragen werden. Der 16.30 Uhr Gottesdienst mit dem Präses Rekowski wird über die EKIR-Seite gestreamt und der 18 Uhr Gottesdienst über YouTube, über Website, so wie wir es jeden Sonntag machen. Wer am Heiligabend nicht dabei sein kann und nicht dabei sein möchte, sondern zu Hause Weihnachten feiert, für den haben wir etwas vorbereitet. Heiligabend für Große und für Kleine, ein Weihnachtsgottesdienst aus der Johanneskirche zum Feiern daheim. Eine DVD, die Sie zu Hause einlegen können, um dann einfach in den eigenen 4 Wänden mitzufeiern, und dort dürfen Sie sogar singen. Diese DVD bekommen Sie gleich nach dem Gottesdienst hier bei uns. Sie ist ein Geschenk. Und am Dienstag haben wir nachmittags das Bethaus noch einmal geöffnet, ab 15 Uhr, 15 bis 18 Uhr. Auch das ist eine Gelegenheit, vorne an der Tür eine solche DVD mitzunehmen. Vielleicht ist es auch ein schönes Geschenk für Leute, die normalerweise keinen Weg in die Kirche finden. In den Tagen des strengen Lockdowns, und das ist bisher bis zum 10. Januar auferlegt, bitten wir um Voranmeldung für alle weiteren Gottesdienste. Wir haben eine begrenzte Anzahl von Plätzen hier in der Kirche, die werden wir sicher nicht überschreiten, aber es ist doch wichtig, dass wir uns melden vorher. Und wer es schon einmal gemacht hat, weiß, wie einfach das ist, über unsere Website johanneskirche.org. Dort gibt es ein Formular, das man anklickt, trägt seinen Namen, seine Adresse, seine Telefonnummer ein und bekommt eine E-Mail mit einem Ticket, mit einem Platz. Dies Ganze schließt auch unseren Epiphanias-Gottesdienst ein am 6. Januar. Epiphanias. In der Johanneskirche haben wir seit vielen Jahren die Tradition, diesen Epiphanias-Gottesdienst als zweite Säule von Weihnachten zu feiern. In diesem Jahr ist Silvester ja so gut wie abgesagt, und deswegen ist es auch viel leichter zu begreifen, dass Weihnachten nicht mit dem Weihnachtstag endet, sondern mindestens bis Epiphanias geht. Erst an diesem 6. Januar finden ja die letzten Geschichten statt, die zur Weihnachtsgeschichte gehören. Wenn Sie dabei sein möchten, bitte voranmelden. Auch dieser Gottesdienst wird übertragen für alle, die zu Hause bleiben. Wir haben, wie in jedem anständigen Gottesdienst, eine Kollekte am Ausgang. Und diese Kollekte wird geteilt. Eine Hälfte geht an ein Hilfsprojekt in Marokko. Dort gibt es ein christliches Zentrum Vivre l'Espoir in Oujda. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und in diesem christlichen Zentrum, in diesem ökumenischen Zentrum, werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut, die in der Sahelzone südlich der Sahara-Wüste eingesammelt werden und eigentlich von Schleppern bis an die Mittelmeerküste gebracht werden sollten. Um diese armen Seelen kümmert sich die Kirche dort und braucht unsere Unterstützung, damit die Kinder dort betreut werden können und irgendwann einen anständigen Weg nach Hause finden. Die andere Hälfte der Ausgangskollekte ist bestimmt für unsere Stadtkirchenarbeit hier an der Johanneskirche. Und wenn Sie gleich rausgehen,
Auf dieser Seite gibt es die DVDs und das hier drüben ist der normale Ausgang. Bitte achten Sie nochmal darauf, dass Sie auch beim Rausgehen einen Sicherheitsabstand streng einhalten. Und wenn Sie draußen sind und dann miteinander sprechen, dass Sie auch mit Maske wirklich auf Abstand zueinander bleiben. Wir müssen alles tun, dass diese Lockdown-Zeit sich wirklich lohnt und nicht unnötig verlängert. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewache unsere Herzen und Sinne im Geiste Jesu Christi. Amen. Und nun erheben Sie sich bitte zur Fürbitte. Ewiger Gott, du hast in Sarah, die nichts mehr erwartete, ein Lachen hervorgezaubert. Wie sollte es dir nicht möglich sein, in uns Vorfreude auf Weihnachten zu wecken? Auch wenn die Zeiten bedrückend sind und Weihnachten kein rauschhaftes Fest werden wird, du kommst. Still, unscheinbar, in Not und tiefster Nacht, aber du kommst. Sei bei denen, die in diesen Tagen am Rand der Erschöpfung stehen, weil sie auf den Intensivstationen um das Leben der Erkrankten kämpfen und so viele nicht im Leben halten können und denen es das Herz bricht. Sei bei denen, die leiden und sterben, ohne dass ein lieber Mensch ihnen die Hand hält, und bei denen, die um sie trauern und an dir und der Welt verzweifeln. Sei bei den Einsamen, die sich nach Nähe sehnen und denen die Angst vor dem Alleinsein an den Feiertagen schon jetzt die Kehle zuschnürt. Sei bei denen, die auch jetzt noch, da es still geworden ist in der Welt, um die richtigen Konzepte ringen und Verantwortung übernehmen, um die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in den Griff zu bekommen. Sei mit deiner ganzen Schöpfung. Du hast gesagt, dass sie dir am Herzen liegt. So schließe die Verstorbenen in deine Arme und lass uns Lebende voller Vorfreude auf das Fest der Geburt deines Sohnes zugehen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.